Und weiter geht es mit einer knusprigen Folge WoW Classic Hardcore. Wir sind immer noch in der Höhle des Wehklangs. Und die letzte Folge, die war halt sehr lang. Deswegen dachte ich mir, splitten wir es lieber auf, weil die wollen hier alles clearen. Gut haben die halt, weil die wollen die Quests alle ready haben, kann ich verstehen. Die wollen vielleicht nicht ein zweites Mal rein, so wie ich. Jetzt habe ich hier die Hose gesammelt und wir sind immer auch ultra voll. Ich weiß nicht, wie viel sowas wert ist. Gegen Grün würden wir natürlich austauschen. Aber wir gerade noch zwei Platz haben. Warum nicht? Warum auch nicht? Ich hoffe, der springt jetzt nicht wie letzte Mal. Sehr schön. Runterfallen will ich nicht. Das wäre nicht so schön. Das wäre definitiv nicht schön. Kommt er mal um die Ecke? Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen vor uns. Nicht viel, aber ein bisschen. Oha. Den brauche ich. Und den bekommt natürlich... Geierperson. Der Schurk hat doch schon so viel bekommen. Ja, der Ring. Der wäre mega. Der Ring wäre richtig gut gewesen. Eine wenige Sachen, die ich brauche, sind aber nicht ausgerüstet. Okay, die kann ich echt gebrauchen. Na gut. Glück gehabt. So, und reindippen. Immer schön reindippen. Wir kommen hier easy durch eigentlich. Wir haben ja trotzdem selbst Farm. Wir können selbst verkaufen. Das hat sich mehr als belohnt. Meins. Ja, zwei mittleres ist definitiv meins. Der Stack ist auch fast voll. Der Stack ist leider fast komplett voll, Leute. Okay, jetzt sind wir hier. Zwei Bosse. Mal gucken, ob irgendwas Schönes droppt. Allzu viel gibt es hier eh nicht mehr. Yes. Meins. Oh, perfekte D-Wert. Ich glaube, die hatte ich im Auktionshaus für irgendwie 8 Silber oder so verkauft. Dann habe ich 2. Dann hauen wir hier nochmal rein und auf Schlachtruf warten. Der ist gleich schon für den Boss ready. Ah, dann nicht. Ich wollte eigentlich Kirschen an. Und jetzt gucken wir mal, wie sie drauf geht. War wohl nix. Okay. Zwei Platz, wie gesagt, haben wir noch. Die Brust haben wir schon. Hey, ich bin der Schlangenkönig. Ich kann alles tun. Kannst gar nichts. Du kannst absolut nichts. Nicht genug. So, den hauen wir nochmal nach. Und finito. Ja, gut. Könnte ich gebrauchen. Jetzt die Frage, was macht der Worker? Ich mach Bedarf. Ich mache definitiv Bedarf. Interessiert mich nicht. Ja, damit. Der ist deutlich besser als der.
Hank ist kurz vorm Sterben. Gar nicht gut. Tank tot ist, glaube ich, dann ist für uns alle vorbei. Mehr oder weniger. Der haut gut rein, ne? Alter, für Druiden, ne? So krass. Ah ja. Muss ich gieren, obwohl. Der hat doch sehr viel Willenskraft, ne? Schon gut. Der ist schon ordentlich. Muss man schon sagen. Okay, einen Platz habe ich noch. Der Bogen, guck mal, der ist doppelt so gut und hat noch diesen Giftschuss da, ne? So. Sehr schön. Nicht, dass ich hinterher drauf gehe, ne? An die Spalte, man kennt es, den Klassiker, und da geht man drauf. Wenn das mein HC tot wäre... Ich glaube, ich würde nicht wieder spielen. Ich glaube, ich würde direkt deinstallieren, Leute. Ich glaube, ich würde direkt deinstallieren. Einen Platz habe ich noch. Ich bin außer Reichweite. Nicht genug. So, weg mit dem. Kann ich noch nicht tun. Im Großen und Ganzen sind wir durch. Ich weiß, ob die dieses Event auch noch machen. Ich denke mal ja. Mit dem Murloc-Boss. Vom Großen und Ganzen. Sind wir durch. Eigentlich. Lass mal. Oh. Ich habe heute 3 schreibt, ich würde schon sagen 33. Ich dachte schon, was geht denn jetzt ab? Also ich habe meine Quests alle fertig, außer Runentotem. Hamul Runentotem. Ich muss näher ran. Also ich werde dabei. Friede sei mit euch. Wurde gebufft? Was führt euch hierher? Achso, wir konnten uns den Druidenbuff holen, ne? Und ich auch hab's ganze Zeit nicht gemacht. Naja. Gut, wir machen das noch mit. Einfach für den Boss. Weil die anderen wollen. Da gehen wir natürlich nicht raus, Leute. Sowas machen wir nicht. Ein Platz hätte ich noch. Vielleicht droppt ja noch irgendwas Interessantes. Keine Ahnung. Okay, geht es auch auf Axt. Warum auch immer. Kann ich euch nicht sagen. Ach, okay. Ich wollte schon sagen. Winde leiten. Gut. Soweit, so gut. Ich werde auf jeden Fall gut Geld machen. Tränke muss ich mir auf jeden Fall wieder neu holen. Da werde ich mir aber wahrscheinlich ein bisschen die größeren Tränke mal gönnen. Da werde ich nicht so der Geier sein. Weil Cash werden wir deutlich gemacht haben. Wenn wir alles verkaufen. Und ich bräuchte vielleicht einen Bank-Character mal, ne? Ich muss mir auf jeden Fall einen Bank-Character zulegen. Das auf jeden Fall. Und ciao. Der klaut. Den klauen mir die einfach. Beiden klauen mir einfach dreist meine Beute. Boah, wir haben aber sehr viel mittleres Leder, ne? Das wird gut Cash machen. Das wird sich lohnen.
Irgendwas Unnötiges noch dann? Ich glaube nicht, ne? Ansonsten echt alles für den Verkauf. Sehr viel Kram für Auktionshaus. Mhm. So mag ich das. Und wir haben den Bogen, der ist geil, ne? Wird eine Chance, jetzt sie mit einem Giftschuss zu treffen. Oh, das ist gut. Wenn ich mal was pullen muss, ne? Vergleich mal den alten Bogen. Das Eiskalt ist doppelt so gut, ne? Plus noch diesen Bonus. Das ist schon knackig. Das ist schon sehr knackig. Kollege, wird's bald? Danke. So, reinspalten. Easy. Beuten vor der Cloud. Bevor er sie wieder als wegklaut. Seid gegrüßt. Loote, loote, bitte. Hallo, danke. Oder auch nicht. Leichtes Leder habe ich. Boah, sehr viel. Bitte gehen wir ein mittleres. Also ich überlege, im nächsten Level parieren. Das ist hier schon gut, ne? Aber ich sollte erstmal hier voll drauf gehen. 3, bam. Also 2 Stück noch, dann sind wir auf 15, dann vielleicht schon... Kombi mit Überwältigen ist es halt mega, ne? Hier beides. Ist schon nicht schlecht. Hm. Naja. Nicht genug. Warum laufen die an dem vorbei? Der Slimey Bro. Also wenn ich die Quest jetzt abgebe, also der Boss, der gibt uns bestimmt nochmal... Also nach dem Boss sind wir bestimmt bis hier oder so. Wenn ich die Quest dann abgebe, vielleicht will ich dann schon Level 23 sein. Es könnte gut sein. Es wäre auf jeden Fall geil. Zur Not, falls es hier kritisch wird, ich habe Heiltrank. Und mein Hurtigkeitstrank. Also ich werde nicht drauf gehen. Mit Sicherheit nicht. Ich bin safe, Leute. Die hätte leider das Schild nicht bekommen, ne? Was hier droppt. War so auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung, was für ein Schwert hat sie. Ja. Ich hätte doch ein Schwert gedroppt. Aber doch die Axt, die wäre auch ganz gut. Dann halt nicht. Besser für mich. Besser für meine Sales. Wie frech. Da mal reinspalten. Er pariert einfach. Nicht genug. Brauche mehr. So. Nicht genug. Diese komische Zunge hier. Alles klar. So, dann kommt jetzt noch der Murloc, ne? Dann sind wir fertig. Ah, ne, da kommt ein bisschen mehr. Da kommt noch ein bisschen was. Nicht
hat er auch seine Quest fertig getunnelt. Netter Stab. Druiden. Eine nette Axt. Zwei. Oho. Oho. Ist stärker. Zwei außer weniger, aber doch 5 Stärke mehr. Die ist nice. Wow. Geil. Die hat sich doch mal gelohnt. Das war ein geiles Ding. Komm, Schlachtruf noch mal rein und rein da. Und er glänzt schön. Schön mit Babyöl eingeschmiert. Nicht so frech hier. Verwunden und dann haben wir den jetzt eigentlich. Hier gibt's noch nicht. Komm. Ein Ring. Endlich bin ich wach. Nix für uns. Inventar ist voll. Modokflosse. Flosse nehmen wir auf jeden Fall mit. Dafür werfe ich das hier raus. Gier und Gier. Der Ring. Der ist nicht schlecht. 3 Ausdauer, 3 Intelligenz, 3 Willenskraft. Meine, für Ausdauer hätten wir es auch gebraucht, ne? Aber nee, das ist eher so ein. Einen von den beiden. Sei es ihr gegönnt. Oh, die hat einfach den Stab rausbekommen, ne? Stab und Ring. Ich bin außer Reichweite. Die hat richtig Beut hier gemacht, ne? Aber ich muss noch mein Level abgeben und ich habe ja vom letzten Run die Brust. Und die Axt ist ja auch besser und ich habe den Bogen. Dann habe ich noch bessere Schuhe bekommen. Ist auch nicht so heftig, aber schon mal ein Stückchen besser. Und Schulter mit ein bisschen mehr Rüstung. Alles klar, das hat sich doch gelohnt. War hier nicht irgendwie Quest abgeben? Da hinten irgendwo? Irre ich mich hier. Natürlich passiert mir das hier. Jetzt kommt noch ein zweiter Elite hier drauf. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Okay. Okay, jetzt auch noch auf einmal her. Okay. Das ist so ein Moment, wo ich den Trank trinken sollte. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Sollte es nicht geiern. Endlich mal. Die auf einmal alles spawnen, ne? Alter, alter, alter. Das gibt es doch nicht. Ich schenke hier ein bisschen, dann gehen wir raus. Ich weiß nicht, ob ich hier drin in der Höhle noch was abgeben muss oder ob das direkt draußen ist. Kann schlecht sagen. Aber ich kann ein bisschen Kirschen noch. Deswegen, warum nicht? Die Folge geht ja noch ein bisschen.
Ich glaube, das ist aber draußen, ne? Kann ich glaube ja. Ich brauche mehr Wut. Hauptsache, ich gehe nicht drauf, ne? Also, heilt man wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich will auf jeden Fall noch lebend rauskommen. Gut, der macht ein bisschen Beute. Ich komme raus. Was da hinten? Ich kann es schlecht sagen. Oh, oh, da ist ein... Das gibt es noch nicht. Kommen da so zwei angesneakt. Kann ich noch nicht. So, ich behält mich in ein bisschen. Was soll's? Geh mal schön auf den Lehrwand da drauf. Natürlich nicht. So. Sterben möchte ich nicht. Nicht genug. Ich sehe hier unten ab. Sieht da noch aus, ne? Sieht irgendwie da noch aus. Okay. Okay, der will einfach nur raus. Heilt aber nicht oder so. Nicht. Komm mit mir rum. Okay. So einer ist er also. Ruhestein, na gut. War ja irgendwie klar. Weiß nicht, müssen wir da hinten abgeben? So weit, so gut. Ich glaube nicht, ne? Ich schaue trotzdem nochmal um die Ecke. Nicht, falls es doch der Fall ist. Kommt der Slime auch noch an? Natürlich, was denn sonst? Kann ich noch nicht. Egal, krieg ich ein bisschen Erfahrung. Helfe ich den Kollegen hier ein bisschen. Es kann sein, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt um die Ecke ist, aber es sieht nicht danach aus. Sieht echt nicht danach aus. Das gibt es doch nicht. Kann ich noch nicht. Nicht. Es baut direkt aus dem Nichts. Dein Lehrwandler, hallo? Ich brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. So. Nicht genug gewohnt. Inventar ist voll. Was ist eigentlich hier drin? Ich kann nicht mehr. Flüssiges Muschelfleisch. Kann ich. Ich weiß nicht, ob der hinter gutes Leder hat. Ich müsste mir irgendwie einen kleinen Platz machen. Das ist flüssiges Muschelfleisch.
Ist das irgendwas Nettes oder nicht? Kann ich schlecht sagen. Da wären hier auch noch welche. Aha, guck mal hier. Ich glaube, das ist echt über uns, ne? Ich würde sagen, ja. Das ist zu weit. Leider ja. Dann verabschiede ich mich mal von den Kollegen hier. Inventar ist voll. Cool. Wenn wir hier aus der Höhle kommen, könnten wir direkt die Quest abgeben, ne? Ich habe kein Ziel. Komm, wir helfen noch kurz. Ah, das ist kein Fehler. So, ich mache einmal hier. Geschichte hier. Okay, soweit so gut. Da kommen wir noch ein bisschen mit aufs Leder und so. Warum nicht? Ja, echt hier Fragezeichen. Hat kein anderer die Quest? Ich möchte nur Splitter. Ne, in Ratchet. Ziel ist so nah. Brauche mehr Mut. Ich dachte schon, warum macht der keinen Sprint? Auf Ehrenmodus helfen wir, Leute. Wir brauchen ja so oder so Erfahrung. Warum nicht? Wäre ganz cool, wenn ich hier looten könnte, damit ich hörschnern kann. Das wäre schon ganz nice. Noch so eine Muschel. Komm, hauen wir die raus. Nehme ich lieber die Muschel mit. Inventar ist Muschelfleisch. Ich weiß nicht, ob es mehr wert ist als die Zähne. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. Wäre die Perle drin gewesen? Definitiv. Aber ansonsten keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir können ja nicht nur Jackpot haben, ne? Sehr schön heute. Ja, wir warten lieber auf einen. Gut. Nixer. Schön hier geblieben. Hm. Green. Ich bin außer. Brauche mehr Wut. Ich muss näher. Wurfspalten kommt. Ausweichen gut. Dann kommt der den hier. Schuppe. Ja, damit. Ach, die Stacken. Ach, verschrotteter Stiefel. Ach, guck mal. Habe ich so Müll im Inventar. Habe ich die ganze Zeit so einen Schrott drin. Dass ich das noch miterleben darf. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, dann kommen wir halt so raus, kämpfen wir uns halt raus. Ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. Ich kann nicht mehr tragen. Dann raus mit den Schrottdingern.
und rein damit. Ich bin außer Reichweite. So. Ja. Da haben wir eine gute Tat gemacht, Leute. Haben wir jemandem hier geholfen. Und noch ein bisschen Leder und so. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Das habe ich, wovon ich ganz wenig habe, was im Endeffekt Schrott. Ja, komm, nehme ich die hier raus. Nehme ich den grauen Kram raus. Warum nicht? Jetzt kommen noch die Easy-Gegner, ne? Aber Leder. Mittleres Leder. Das macht mir keine Faxen. Ich habe keinen Halter mehr. Oh. Mein Glück. Was ein Glück, Leute. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ich kann nicht mehr tragen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Weil... Ihr wisst schon. Ich weiß nicht, welche besser ist. Ich denke, die würzige, ne? Ich denke mal, das würzige ist besser. Ich kann es aber nicht sagen. Inventar ist voll. Weg mit dem. Genau. Aha, man kann es nicht aufheben, damit ich irgendwie. Komm, machen wir den hier. Und den kann man raus und dann können wir Kirschnern. Ja, ja, das brauche ich schon. Das würde ich schon ganz gerne mitnehmen. So, und dann können wir gleich direkt abgeben. Machen wir ein bisschen länger und gönnen die Quest dann abgeben. Raus mit denen. So. Soll ich direkt abgeben? So, sehr schön. Das hat sich dann noch gelohnt. Kriege ich vielleicht jetzt gleich als Belohnung mein Level ab? Oder auch nicht? Ich glaube, die sind drin. Ist es doch da drin? Niemals, oder? Ich hoffe nicht. Jetzt muss ich dann nochmal rein, um die Quest abzugeben. Das wäre ziemlich ärgerlich. Ja, ich nach Hatte irgendjemanden zu finden. Bitte. Ah, nee, ich glaube irgendwie in der Höhle irgendwas, ne? Oh, das ist der andere Dungeon. Weiß es nicht. Bin ein bisschen verwirrt. Egal, wir geben jetzt ein bisschen ab. Haben sehr viel Kram. Ich werde auf jeden Fall nach OG gehen, weil... Ich muss verkaufen, Leute. Ich muss sehr viel verkaufen.
Zack, wir machen den Jump hier. Und zack. Was führt euch hierher? 10er Platztasche. Ja, gut, wir verkaufen. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. So. Seid geduldig. Verkaufen wir erstmal ein bisschen Plunder. Alles, was hier nicht so mehr. Ihr wisst schon was. Okay. Das Müll, Seele gebunden. Zack. Zack. Weg damit. Anlegen. Aha. Die werden wir trotzdem versuchen, so zu verkaufen, die Schultern. Weil man auf dem Level nicht so schnell an Schultern kommt. Anlegen, anlegen. Das ist alles Ressourcen. Das ist unsere alte Axt. Oh. Der Bogen. Die Hose. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon fast 4,5 Gold. Und wenn wir das alles noch verkaufen und weil ihr so schön durchgehalten habt, würde ich sagen. Na gut, das Fleisch. Egal, ich mache alles öffnen. Hier 39. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Mal schauen, wie viel wir rauskriegen, Leute. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Ja, ja, ja. Mehr, 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 mehr. Aha. Hast ein ganzes Gold. Wir sind stramm dabei. Klar, wir werden auf jeden Fall noch einiges ausgeben müssen, wegen unserer neuen Fähigkeiten. Hier haben wir auch eine zum Abgeben, ne? Kraft und Ehre. Gut, ich werde mal die Quest abgeben, Leute. Und würde sagen, das war's auch in dieser Folge. Ich werde alles ins Auktionshaus reinstellen, schauen, was wir dabei so rauskriegen. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und vor allem kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.